Lieben Sie Tango? Er liebte ihn auch. Wir erzählen die Geschichte eines Mannes, dem fast alles gelang. Mätzchen. Du kennst den Kerl doch gar nicht. Du musst doch nicht immer mit dem Schlimmsten rechnen. Er repariert den Wasserboiler. Hm? Wie lange hat dich denn keiner mehr gebadet? Hä? Oder bin ich die Erste? Ich sehe mich noch jung. Er war fast ehrlich, fast treu und konnte fest zufassen. Er liebte alles, was fährt. Ja, ohne Auto kann ich nicht. Und konnte damit zaubern. Autos aus der hohlen Hand. Was hat das eingebracht? 4 Jahre. Du auch? Du auch? Anton hatte 3 Leidenschaften. Das Bier. Das hier. Lass mich loswerden, Liebling. Und auch die Arbeit, die wir Ihnen jetzt nach Feierabend nicht zeigen. Es gibt Angenehmeres. Sabine, der Mann ist verheiratet. Überstunden? Das war Antons große Stärke. Damit auf die Sparkasse geht nicht. Nicht versteuert. Und Steuern dafür zahlen geht nicht. Keine Quittungen. Überstunden werden bei uns nicht bezahlt. Und Sie müssten abbummeln. Ja, klar, gerne. Wo bitte? In der Zelle, natürlich. Sie haben einen sehr gezackten Lebensweg hinter sich. Ich morde Sie. Morde Sie. Oh, Anton, du hast keinen Huhn schlachten können. Nein. Du kannst doch keiner Fliege was tun. Anton, unrecht gut gedeiht nicht. Ob ich hier ein Konto eröffnen kann. Nichts, was eine Bank lieber täte. Ein Ostkonto, geht das? In unserem Berlin geht alles. Wie hoch ist dann der Betrag? 1 Million. Anton ist Millionär. Ja. Dein Geld. Na, mein Geld, mein Geld, mein Westgeld. Das verschenkte milde Urteil. Hör zu, wenn du noch mal irgendwas anstellst, was mit dieser Hexe da aus der Kneipe zu tun hat, dann kann der Pfarrer sagen, was er will, ja? Dann bist du für mich gestorben. Amen. Ein Film mit Erwin Geschenek als Antons Vater, Anna Dümner als Antons Frau. So was haben Sie in Ihrem ganzen Russland. Barbara Dittus als Antons. Na, reden wir nicht drüber. Marianne Wünsche. Marina Krogul. Erik ist klein. Vorschuss. Aber nicht ohne Probe. Und viele andere. Und viele Autos. Und Ulrich Thein. Anton zaubert demnächst auch in diesem Theater.